Hier ist wieder eure La Presidenta und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei Tropico. Ja, wir befinden uns wieder auf unserer wunderschönen kleinen Insel und ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, dass wir dieses Mal massig viel Geld bekommen, um eine Rumdistillerie zu bauen, ein Stahlwerk und natürlich eine Botschaft. Ja, ich weiß zwar noch nicht, wie wir das Geld reinbekommen werden, aber wir lassen uns mal überraschen und werden dementsprechend loslegen. Wir bekommen hier gerade einiges an Geld rein. Dementsprechend gucke ich jetzt auch mal, ob wir gegebenenfalls schon die Botschaft bauen können. Nein, können wir natürlich nicht. Die Rumdistillerie können wir lange erstmal abhaken, weil die Rumdistillerie kostet 14.000, also über knapp 15.000. Und hier das Stahlwerk produziert Stahl aus Eisen und Kohle. Dazu müsste ich auch wahrscheinlich erstmal das jeweils produzieren, was ich bis jetzt noch nicht getan habe. Deswegen hat das auch erstmal herzlich wenig Sinn, ein Stahlwerk zu bauen. So, wir hatten in der letzten Folge ja, guck mal hier. Wir hatten hier einige Häuser gebaut gehabt und hier sind schon einige von diesen Mietnomaden ausgezogen. Sprich, die haben ihre Häuser hier zurückgesetzt und dementsprechend hatten wir schon mal einen kleinen Erfolg gehabt. Genau, gehaust. Gehaust deswegen, weil ich jetzt hier das Haus gelesen habe. So, und können wir sogar so setzen. Dann bauen wir das da nämlich hin. Damit haben wir zwar eins von diesen Mietnomaden-Wohnungen platt gemacht, aber das stört mich jetzt fast nicht, weil die jetzt halt eben auf diese Art und Weise hier in das Landhaus dann einziehen können, sobald es dann mal fertig ist. So, ich muss mal kurz gucken, ob wir hier neue Forschungen schon starten können. Ja, und das hier ist gerade noch dabei und das hier können wir, glaube ich, noch nicht. Doch, wir können das Trockendock schon mal anschmeißen. Dann machen wir das natürlich auch. Weil das Trockendock gibt uns natürlich auch wieder etwas mehr Geld. Allerdings dauert das natürlich auch erstmal, bis wir dann das Geld bekommen. Weil dazu müssen wir erstmal viel Geld ausgeben. So, und ich gucke jetzt erstmal, was wir jetzt als nächstes machen könnten, um überhaupt erstmal wieder Geld zu bekommen. So, soviel ich weiß, haben wir hier bereits schon ein Holzfällerlager. Das ist das Baubüro, genau, das ist das Holzfällerlager. Können wir da gegebenenfalls schon was updaten? Nee, können wir nicht. So, pflanzt im Laufe der Zeit. Das wäre natürlich Zeit, wäre natürlich gut, wenn er dann halt eben dann die Bäumchen auch wieder pflanzt. Können wir hier irgendwas? So. Er würde die Umweltverschmutzung erhöhen. Wollen wir natürlich auch nicht. Ich muss natürlich irgendetwas jetzt hinkriegen, dass wir jetzt gut Geld wieder reinbekommen. Ich glaube, hier hinten sind auch schon weniger geworden. Die waren nämlich hier auch schon irgendwie so ziemlich viel da hinten rum. Und hier war auch noch so ein Häuschen und hier glaube ich auch. Dementsprechend ziehen die schon mal aus. Das finde ich gut. So, damit haben wir wenigstens, wie gesagt, den Erfolg. Wir können auch nicht mal eine Straße bauen. Leute, ich würde gerne mal etwas mehr Geld reinbekommen. Komm, wir beschleunigen hier mal die Zeit. Da kommen jetzt immerhin ein paar neue Schiffchen an. Ah, seht ihr, wir kriegen sogar Geld rein, das finde ich gut. Was bauen wir jetzt als erstes? So, Kraftwerk. Nein, Kraftwerk will ich nicht bauen. Wir müssen irgendetwas bauen, womit wir Geld reinbekommen. Wir können hier auch natürlich eine Fischerei bauen. Obwohl, wir haben da oben, glaube ich, schon eine Fischerei, oder? Eine Hafenanlage ist das. Weil die Fischerei bringt uns Geld und gibt uns auch noch... Ach, sag mal, ich klicke hier ständig die falsche Taste und gibt uns natürlich auch Geld. Geld, beziehungsweise, ja komm, gehst du wohl? Warum will das da nicht? Ach, ich glaube, ich habe es genau verkehrt rum, oder? Nee, eben nicht. Gibt auch unserem, ach, ist noch nicht erforscht, deswegen. Und gibt natürlich auch unserem Bewohner Geld. Nein, Nahrung, Mann, ich hab's doch, ich bin total verwirrt. Aber das ist ja typisch bei mir. So, wir könnten eine Textilfabrik bauen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Komm, wir halten mal kurz die Zeit hier an. So, das Einzige, was wir hier bis jetzt gebaut haben an Fabriken, ist hier die Tabakfabrik, die sogar sehr gut läuft. Ja, Klimatrocknung. Dadurch verbrauchen wir weniger Rohstoffe, das ist schon mal gut. Da haben wir eine Mission. Ja, wir müssen natürlich auch, wie gesagt, darauf achten, dass wir wirklich hier genug Kirche und Klinik und was weiß ich was alles haben. Weil das hat uns hier in der letzten, nicht Episode, aber jedenfalls im letzten Zeitalter fast das Genick gebrochen, weil wir zu wenig Glauben hatten. Weil mich interessiert das eigentlich nicht. Aber unsere Leute interessiert das hier. Dementsprechend muss ich auch dafür sorgen, dass da halt eben irgendwas zustande kommt. Also sprich, dass die halt eben, dass die beten können.
So, wir haben hier eine Molkerei. Wir haben Lamas, aber ich glaube, Lamas geben nur Wolle. So, da haben wir Rinder. Rinder geben Milch und Wolle. So, wollen wir denn das hier stehen? Hier natürlich nicht. So, die Effizienz von Plantagen steigt um 10 Punkte basierend. Ist das eigentlich eine Plantage? Eine Hydrokultur? Das ist doch eigentlich eine Farm. Plantage ist doch das hier. So, da haben wir das Sägewerk. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Da haben wir Ziegen. Warte mal, das machen wir gerade mal ganz einfach so. Da haben wir Farm. So, die Ziegen produzieren Milch und die Rinder produzieren. Das heißt, wir werden jetzt wirklich eine Molkerei machen, weil damit kriegen wir noch mal ein bisschen Geld, weil das veredelt hier das Ganze. Stellt aus Milch Käse her. So, das stellen wir dorthin. Und dann bauen wir auch gleich noch mal ein Transportbüro hier hin. Diesmal habe ich es auf Anhieb gemacht. Richtig. So, dumm die dumm die dumm. Achso, man sollte natürlich auch die Zeit wieder loslaufen lassen. Dumm die dumm die dumm die dumm. So, jetzt haben wir wieder einiges an Geld ausgegeben. In dem Sinne wieder für fast unsinnige Sachen, aber ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht bringt das wirklich was mit der Molkerei. So, die werden wir jetzt auch mal beschleunigen. Dumm die dumm. Ich gucke mal, wie es hier unten aussieht. Ich gucke mir auch mal so die Bevölkerung generell an. Ja, das sieht hier eigentlich soweit gerade ganz gut aus. So, obdachlose Familien sind natürlich ziemlich viele. Da werden wir auch was für tun müssen. So, Religion, Mediengebäude, arbeitslos. So, das heißt hier, guck hier, bei Religion, obwohl wir zwei Religionsgebäude haben, sind die ziemlich unzufrieden. Bei der Unterhaltung, ich war nur etwas. Ich muss mich nur gerade mal etwas anders hinsetzen. Bei der Unterhaltung sind sie natürlich auch ziemlich angezickt, weil das halt eben nicht so läuft. Tja. Aber wie gesagt, wir leben in der Hoffnung, dass wir dann gleich hier subs mehr Geld reinbekommen. Ja, wir kriegen natürlich auf diese Art und Weise nicht mehr Geld rein, wenn ich jetzt hier die Gehälter erhöhe. Aber es bleibt mir erstmal gerade Erfinder. Ja. So gebäudeeffizient. Gut, okay, die werden wir hier hinten hinsetzen. So, erzeugt 25% mehr. Jetzt gebe ich das Geld hier schon wieder für aus. So, der Erfinder, den werden wir hier einstellen. So. Ah, da haben wir gerade wieder Geld bekommen und schon ist es wieder fast draußen. Dementsprechend habe ich jetzt erstmal wieder etwas angehalten. So, die Botschaft. Können wir die gegebenenfalls bauen? Ja, wir können die Botschaft bauen. Damit haben wir dann wenigstens schon mal ein Stückchen wieder von unserem Erfolg sozusagen oder beziehungsweise eine Sache hier abgehakt. Und damit sind die Leute dann hoffentlich auch etwas zufriedener. Und vor allem, wir können dann anfangen zu preisen. Das heißt, wir können diese ausländische Macht dann etwas glücklicher stimmen. Und die gibt uns dann halt eben mehr Geld. Ja, genau das, was wir wollen. Ja, so. Ich gucke nur mal kurz hier hinten. Ich glaube, da können wir noch eine Straße sogar runterbauen. Ohne dass wir da jetzt. Ja, das sieht gut aus. So. Jux. Mal. Straße. Willst du da wohl hin? So, jetzt. So, dann können wir das nämlich so machen. Dann können wir hier nämlich noch ein Kirchengebäude dann hinsetzen. Wobei das jetzt im Moment gerade nicht geht, weil wir nicht das Geld dafür haben. Wir könnten auch nur ein Landhaus, so ein Restaurant. Das wäre natürlich für die Unterhaltung gut. Das können wir hier hinsetzen. Dann sind die Leute da auch wieder etwas glücklicher. Wir wollen ja nur, dass unsere Leute glücklich sind, oder? Da sind sie. Ach nee, es sind die Lamas. Die sich anhören wie Schafe. Aber die Schafe bzw. Ziegen, die waren ja hier hinten. Aber die geben keine Geräusche von sich. Was ist das hier hinten für? Achso, das gehört dahin. Ich dachte eben gerade, das sieht irgendwie so merkwürdig aus. So, die Botschaft ist natürlich am werkeln. Finde ich gut. So, hier, erkunden. Die schicken wir jetzt hier hinten nämlich hin.
damit wir das hier hinten erkunden können. Das Problem ist, das ist natürlich so blöd hier gemacht. Die gehen dann nur bis dahin und das sind dann. Ich setze sie mal hier hin, mal gucken, wie die dann laufen. Okay, die werden hier direkt drüber laufen. Das wird hier also nichts gebracht haben. So, aber wir haben die Botschaft gebaut und. Scheinbar ist Roberts der gefürchtete Pirat. Niemand anderes als unser verloren geglaubtes Familienmitglied, Präsidentin. Nein, echt? Er war mit dem Prototypen der Zeitmaschine in der Zeit verschollen. Da kann ich mich nur dran erinnern. Die Lösegeldgeschichte ist eine schlaue Idee unseres gefürchteten Piraten. Durch sie bekommen wir all unser exportiertes Gold und die Dankbarkeit der Krone. Einen wundervollen Start in diese neue Zeitlinie steht nichts im Wege. Den Orden zu stoppen wird ein Kinderspiel. Dessen bin ich mir sicher. Okay. Wenn Penultimo das sagt, dann muss es ja so sein. Hey, damit haben wir dann diese Mission abgeschlossen. Das finde ich jetzt etwas blöd. Ich hätte jetzt eigentlich gerne noch ein Stückchen weitergespielt, weil, hallo, ich musste doch noch so einiges bauen. Na gut, das werden wir alles dann in der nächsten, übernächsten, keine Ahnung. Wir spielen jetzt erstmal in der nächsten Folge praktisch mit der neuen Insel dann weiter, weil das wechselt sich ja hier auch immer ab, so zwischen zwei Inseln. Und die müssen wir natürlich auch wieder neu bebauen. Oh Gott. Das artet hier immer in Stress aus. Weil, wie gesagt, wir müssen die Landwirtschaft hinkriegen, wir müssen die Leute glücklich kriegen, wir müssen also genug Nahrung haben, wir müssen Religion haben, wir müssen Unterhaltung haben, alles, was die Leute natürlich wollen. Okay, gut. Aber egal. Wir wachsen an unseren Herausforderungen eindeutig. Naja, gut, okay. Jedenfalls danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt: Hinter den Spiegel exportieren sie tonnenweise Rohstoffe, bevor die Zeit abläuft. Ja, wir haben eine Time-Quest. Oh Gott, ihr wisst, ich hasse Time-Queste. Oh. Egal, gut. Muss ich jetzt durch. Ich danke euch fürs Zuschauen und auf bald dann. Tschüss.